Hallo und herzlich willkommen zurück in der Apokalypse, hier bei mir, dem Einzelkämpfer in der Apokalypse, ja genau, bei 7 Days to Die in der Apokalypse, um genau zu sein. Ich bin ja hier gerade eigentlich auf dem Heimweg, aber da es schon mächtig dunkel ist und ich da garantiert nicht draußen rumlaufen will, werde ich heute mal auswärts schlafen, hier bei meinen lieben Kumpels. Aber die gehen wir ja gerade ein bisschen auf die Pelle. Von dem her werden wir hier ein bisschen sauber machen. Dann suchen wir uns schnell ein kleines Häuschen und tun das lecker, lecker Fleisch, was ich da dabei habe, rein. Denn ich bin natürlich hier der Schwarm aller Frauen mit dem Haufen Fleisch, was ich im Rucksack habe. Ich tue mir damit garantiert selber keinen Gefallen, wenn ich das hier weiter rumtrage. Aber ich möchte jetzt bitte dieses Öl mitnehmen, genau. Ich würde hier immer schön Öl finden. Ah, noch mehr Brust, das ist so gemein. Ah, ein kleiner Kriecherlein. Nö, 17 Uhr. Oh, spät. Boah, ich dachte jetzt, das wäre ein Kriecher. Oh, Halleles Schwester. Ich schieße immer noch genauso beschissen wie am Anfang der Aufnahmesession, also quasi in der letzten Folge. Oh, ich nehme Haus Nummer 1. Nee, ich nehme Haus Nummer da hinten. Genau, das da hinten, das gefällt mir sowieso viel besser. Außerdem ist es ein Ziegelhaus und ja, Wahnsinn. Also irgendwas ist da kaputt. Meine Armbrust ist kaputt. Ich habe meine Fähigkeit verloren, zielgenau zu schießen. Oh mein Gott. Ah, zumindest ist die Pistole einigermaßen gut. Hallöle! Hier wieder der betrunkene Nachbar, wie immer. Wollen wir mich gerade wirklich ein bisschen ärgern hier. Was ist denn mit dir los? Ich würde dann gerne mal in Ruhe hier einziehen, in diesem netten Motel. Ich glaube, ich muss einfach nur dieses Fleisch loswerden. Rabbit und Pork weg. So, schon haben wir kein Nasensymbol mehr. Was sehr geil ist. Damit sind wir wieder ein bisschen in Flagranti und, inkognito unterwegs. In Flagranti, eieiei. Nö, Schweinchen jage ich jetzt keins mehr. Braucht mich gar nicht in Versuchung zu führen. Ich glaube, ich gehe durch die Wand. Ganz safe. Wuhu.
Aber mich kommt sowieso jemand besuchen. Das ist gerade Nervenkitzel. Gleich macht's. Shotgun. 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 Oh, jetzt soll ich hier. Nehmen wir mal mit, glaube ich. Animal Hide. Brauche ich so viel. Fett. Ich lass mal das Fett da. Nein, ich lass den. Och man, hey, ich kann nie was da lassen. Das ist irgendwie krankhaft. So, rauf hier. Hacken wir mal die Treppe weg. Das ist sichere. Ich kann mir niemand was. Außer Spiders. Aber die kommen ja nicht, weil ich mache ja kein Feuer an und so. Ich werde mich vielleicht ein bisschen aufs Dach setzen und ein bisschen rumsnipern mit der Armbrust. Einfach bloß, um mir die Zeit zu vertreiben. Und euch bei Laune zu halten, genau. Und mein Wellness Level 200 jetzt dann zu feiern. Ich hoffe jetzt, das bricht nicht zusammen. Hatte ich ja schon mal erwähnt, dass diese Häuser habe ich schlechte Erfahrungen schon gemacht. Denn die ganzen Konstrukte. Aber hallo, es geht aufwärts. Wer hätte das gedacht? Und hier, Home Maintenance. Wir haben mal wirklich was gefunden, was wir noch nicht können. Bistro, was ist da drin? Okay. Kann ich da noch irgendwas dazu schieben? Nicht die da? Ach mal, ist gekauft. Ist gekauft. Ich muss zwar später auch irgendwie noch das. Gibt ja auch noch Scrap Iron. Ich muss hier später auch noch das Schweinefleisch unterbringen und hier alles aussortieren. Genau. King Knife, ja, kann man ausscrappen. Can of Cass. Can of Pasta. Ravioli, zählt das als Pasta? Wie gesagt, das ist eigentlich so eine Pampe. Zwar lecker, aber. Jetzt nicht als Pasta bezeichnen. Hier kann man Scrap Metal, also mit der Pickaxe und der Through Alles, da geht's einfach nur so wie durch Butter. Okay, ich könnte mir mal wieder ein paar Bolzen machen, genau. Das könnte ich mal machen, jetzt ein bisschen. Bin ich schon. Ach, ich bin schon wieder voll. Metal Strips. Ich habe ich Metal Strips gemacht? Oh, okay, auch nicht schlecht. Nun denn, ich hätte mir da unten auch einfach eine Shotgun zusammenbauen können, da könnte ich das Ganze transportieren. Idee! Oder da hatte ich doch alle Teile. Oh. Dumme Idee.
mich da drauf. Ja, spinn ich denn jetzt? Ah! Okay. Ihr Shortstock. Das, dann kann ich mir da einfach eine Shotgun draus. Sword of Shotgun. Nur zu Transportzwecken. Aha. Geilo, geilo, geilo. Okay. Passt, passt, passt. Es ist sogar eine grüne Shotgun geworden, obwohl da so viel Rotze drin ist. Ansonsten, ich wollte Bolzen machen. Machen wir mal hier so ein paar Zeug rein. So, was ich gar nicht brauche. Möchte jetzt nicht runterfallen. Sniper. Ja, die Nacht dürfte ja ziemlich schnell vergehen. Ich mache mal das Licht aus. Wir müssen anstoßen. Wir haben Wellness 200. Ist es geil oder ist es geil? Oh. Super, ich habe die Iron Chest Armor ja schon in Flawless. Super, dass ich die gelernt habe. 200. Und ich bin noch kein einziges Mal gestorben und ich spiele das einfach auf Standardeinstellung. Ich spiele das nicht auf einfach oder auf auf halt schwer oder so. Hund? Kaninchen? Mann, ich möchte eigentlich mit denen spielen. Wieso haben die einen Hund dabei? Naja. 66 Stich. Kriegen wir das hin? 64, ja. Ja, Level 200. Gigantisch. Und ich habe es nicht einfach oder schwieriger, einfach ganz normal Standardoptionen. Ich finde, man muss jetzt nicht. Es ist mein erstes Singleplayer, 7 Days to Die. Ansonsten habe ich immer mit dem MC Möhre gespielt. Oder halt sonst mit ein paar Kumpels zusammen, aber noch nie allein. Also da kann man das wohl mal lassen, oder? Wo wir gerade dabei sind, ab morgen, glaube ich. Nee, Schmarrn. Das hier ist die Morgenfolge. Ab heute gibt es auch noch ein Let's Play Together zusammen mit dem Omega 5000 und dem lieben Lars von Let's Survival. Es wird auch lustig werden. Glaube ich auf jeden Fall. Also wir spielen zwar nicht wie normalerweise der Herr Omega und der Lars, die spielen normalerweise ein Leben, ein Tod. Es wird aber in dieser Season quasi hier mit der Alpha 11 wird es kein ein Leben, ein Tod werden. Wir müssen uns auch erst ein bisschen einspielen, so als Team. Das ist unser erstes Together zusammen. Und von dem her wird es eher so ein, ja, so ein Zeitvertreib, bis die Alpha 12 kommt. Das wird sicherlich lustig, lustig. Also, ich freue mich schon richtig drauf. Soll ich schießen? Soll ich nicht schießen? Wo rennt denn der hin?
Wie geil war denn jetzt das? Ich schieße dran vorbei und schieße irgendwo hinterhalb und der rennt dahin, wo der Bolzen eingeschlagen ist. Okay, irgendwo ein bisschen logisch, aber. Trottelkopf? Oh, Gott sei Dank ist die Nacht gleich vorbei. Dann können wir wieder runter, können da unten aufräumen und dann so ein bisschen mit dem Looten anfangen. Da ist doch richtig was los, da ist doch richtig Stimmung. Kleiner Spacken. Habe ich da gerade jemanden eine Leiter steigen hören? Ich habe so Angst, dass wenn ich hier vorne drauf gehe, dass ich hier runterrutsche. Runterrutsche, mir die Beine breche und dann hier mit gebrochenen Beinen als Zombie-Futter ende. Jetzt nachdem wir Level 200 sind. Hey, wieso kriege ich keinen Bonus? So, jetzt können wir mal hier wieder aus dem dummen Schleichmodus raus. Und können hier mal ein bisschen Rambazamba machen. Ach, hier ist ein Doggyline unterwegs. Interesting. Dann würde ich aber noch gern wissen, wo der ist. Ich bin jetzt nicht hier so dermaßen der Hundefreund. Ah, da fällt mir ein. Die Bolzen. Er ist irgendwo links von mir. So, und bedumm. 64. 320 Bolzen. Das sind, wären auf jeden Fall genug. Sind wir schon bei mir im Häuschen. Oh, jetzt muss ich aber hier nochmal kurz unterbrechen. Ich habe vergessen, meine Armbrust zu reparieren. Boah, Dork. Aber das Schöne ist, die können mich ja oben nicht erwischen. Es geht einfach nicht. Es ist nicht möglich. So, wie viel machen wir noch? Muss wieder 20 machen. So, dann kriegen wir sogar genau das alles hin. Optimal. Die sind hier irgendwo. Ich nehme da mal den Seitenausgang. So nicht. Okay, gelbes Auto. Irgendwo ist hier ein Hund. Nichts. Würde es interessieren, wo das Hündchen ist? Naja, für was habe ich eigentlich meine Armbrust repariert, wenn ich sie nicht hernehme? Ah, stimmt, weil ich gerade nicht schießen kann. Keine Ahnung, irgendwie ein Körperklaus. Ja. Ich bin Analphabet, kann sowieso nicht lesen. Nein, bin ich natürlich nicht, aber ich habe schon eine ganze Bibliothek. Stimmt, in diesem netten Dörfchen war ich noch gar nichts unterwegs. Es kann auch noch heißen, dass hier vielleicht noch ein Laden ist. Denke ich aber nicht, das ist zu klein dafür.
Aber dafür ist es hier wie in der Schießbude. Es werden jetzt schon wieder immer mehr. Komm raus, spielen. Aber man sollte die kontrolliert hier lenken, seine Gegner. Es bringt nichts, wenn man die jetzt drin lässt da hinten. Finde ich. Und die kommt dann später raus und läuft hier unkontrolliert rum und er hascht einen dann. Der Spiel ist kaputt. Wäre vielleicht noch schlau, wenn ich meine Taschen kurz ausleere in das Auto da hinten. Oh, ein Schwein. Ehrlich? Das Schwein haben. Geht aber leider nicht, ich habe keinen Platz im Inventar. Gute Nacht. Muss ich erst ein bisschen was loswerden. Ich werde ja so ein bisschen Scrap Iron und so ein Müll werde ich da mal kurz da lassen in dem gelben Auto. Und ich hoffe, dass ich auch noch dran denke. Wenn wir das nächste Mal da weiterlaufen. Ne, ich hab's hier rein, oder? Hier rein, hier rein. Wieder mal. Ernsthaft? Kann doch nicht sein. So, das Zeug muss ich unbedingt mitnehmen. Wie sieht's aus? Pfeile? Ah, sieht gut aus. Die tue ich jetzt raus, weil ich nehme jetzt dann noch was auf, was anderes. Und sonst sind die wieder mal weg. Wo habe ich der Fleisch? Genau da. Und sie Brass, Oil Barrel tue ich auch rein. Eier und noch mehr Fett. Ich kann ja eigentlich gar nichts mehr mitnehmen. Ich könnte eigentlich nur noch was finden. Direkt lernen oder so. Anders besteht gar keine Möglichkeit. Ich will hier jetzt noch reinschauen und dann ist aber auch schon wieder Folge rum. Es war dann schon Freitagsfolge. Stimmt. Das heißt dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch Spaß auch mit dem neuen Let's Play. Wie gesagt, mit dem Omega 5000 und dem Lars von Let's Survival. Das sollte nachher auch noch rauskommen. Und da wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Servus, macht's gut, bis zum nächsten Mal.